Ich bin André Krafthöfer vom Mikado Fishing Team Deutschland und ich bin heute hier mit Christian Schabinger und wir wollen gucken, dass wir ein paar Forellen fangen. Hier ist heute einer der weiteren Stops meines Polenrot-Trips und ich hoffe, dass der Erfolg genauso erfolgreich wird wie die anderen Tage. So, servus Leute. Heute sind wir in Polen an einem Forellenteich. Den Teich, den ihr hinter uns seht, ist der Sportteich. Das heißt, hier werden Fische einfach auf Menge geangelt. Und wir hoffen, dass heute die Fische gut beißen werden und dass wir richtig, richtig viele Fische bekommen. Schauen wir mal. Ich habe hier heute unsere Sensor X mit dem Solid Tip gefischt. Die Rute gibt es einmal in der Tubular Variante und in der Solid Tip Variante. Ich muss sagen, also schöne parabolische Aktion der Rute, sehr feinfühlig. Beim Solid Tip, ja, die Spitzenaktion ist natürlich ja, sagenhaft, da braucht man nicht drüber reden. Ich denke, das weiß jeder. Gerade zum Gummiangeln ist es perfekt. Man sieht jeden Biss und kann blitzschnell reagieren.
habe jetzt die nächste Forelle auf unseren Mikado Trout Spoon in der Farbe Weiß. Ja, ist jetzt schon der dritte Fisch nacheinander und scheint ganz gut zu funktionieren. Dann zeige ich euch jetzt, wie unsere Montagen ausgesehen haben, die wir heute hier an dem Forellenteich benutzt haben. Die Rolle, die ich hier dran habe, das ist unsere Progressive-Rolle in der 1000er Größe. Unglaublich leicht, die Rolle, die wiegt um die 160 Gramm und eignet sich perfekt eben zu solchem Forellenangeln. Die Rute, die ich heute benutzt habe, ist die Senso X Area von 0,8 bis 4 Gramm Wurfgewicht. Mit der hohlen Spitze, also nicht die eingeklebte Version. Gewickelt auf der Rolle hatte ich unsere Dreamline Ultralight. Eine vierfach geflochtene Schnur in der Stärke 0,0035. Das Fluorcarbon, welches ich benutzt habe, ist unser Jaws Fluorcarbon in der 0,14 Stärke. Und am Ende meiner Montage hatte ich unseren Brown Snap in der XS Größe. So, dann zeige ich euch jetzt, wie wir die neuen M-Maggot-Würmer aufziehen auf den Haken. Und zwar, der Wurm alleine wiegt über 2 Gramm. Das heißt, er ist schwer genug, dass wir ihn einfach nur auf einen Haken bestücken, ohne eigentlich einen Jig-Kopf, also ohne Blei. Ich benutze hierfür unsere Cheburashkas Big Eye Haken. Ich ziehe jetzt den Köder einfach nur auf den Haken, der für eine Chiburashka gedacht ist. Und so einen fertigen Köder ziehe ich einfach auf den Einhänger rein. Und so können wir dann durchangeln. Dadurch, dass der Köder so schwer ist, brauchen wir kein Eigengewicht. Dank dem, dass der Köder so schwer ist, brauchen wir kein Blei zu benutzen und können so eine Montage jetzt einfach nur ins Wasser reinwerfen und den Köder einfach nur im Wasser fließen lassen. Die Fische werden den schon finden und beißen. So, wie ihr gesehen habt, einige Forellen konnten wir überlisten. Vor allem konnten wir euch zeigen, dass unsere neuen Würmer, die M-Maggot und die M-Longworm, sehr wirksam sind. So, der Angeltag ist für uns nun beendet. Wir konnten reichlich Forellen fangen. Ich denke, davon habt ihr auch einiges gesehen in unserem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, ich muss jetzt zum Flughafen und dann geht es wieder nach Hause. Und das nächste Mal seht ihr wieder was von mir aus Deutschland.